Moin Leute, ich bin Jan und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Und zwar sitzen wir uns gerade in meinem Keller. Ihr denkt euch jetzt, warum im Keller? Viele haben es euch eh schon mitbekommen, Leute. Wir haben ja eine Wohnung, eine neue, und da ist auch ein Keller, Leute. Diese Wohnung ist jetzt eine Zimmerwohnung ein bisschen zu klein. Das heißt, ich habe mir noch einen extra Raum gebaut, woran ich jetzt stundenlang... Gebaut hast du ihn nicht. Ja, nicht gebaut, aber ich habe alles... Ihr werdet es gleich sehen, Leute. Auf jeden Fall, jede Wand in diesem Raum sah so aus wie hier. Decke, Fußboden, alles. Einfach komplett hässlich. Und ich habe jetzt einfach immer nach der Arbeit stundenlang in diesem Raum verbracht und alles so heftig clean gemacht, wie... Das ist einfach geistkrank. Ich habe da so viel Kohle reingesteckt, ich habe jetzt kein Geld mehr. Und auf jeden Fall, warum rede ich jetzt nicht mehr rum, Leute? Wir fangen mal an, hier seht ihr schon, das habe ich hier rumgemacht. Das heißt, hier eine Abdeckung für die Tür ansteckt, damit man nicht so laut hört, wenn ich mal rumschreie, Freunde. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht rum, sondern gehen direkt rein. Oh mein Gott, Freunde. Zieht euch diesen Raum mal rein. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier an. Wir können ja mal hier Lichter machen. Hier schreibe ich immer so, was wow. Ich für Videoideen habe und alles. Das ist die einzige Wand, die nicht schön aussieht. Da mache ich wahrscheinlich auch noch was, Leute. Und das sieht auch noch nicht schön aus. Das heißt, das ist der Teil, der noch nicht 100% fertig ist. Das ist eine Heizung für den Winter, wenn mir kalt ist. Hier hängen noch ein paar Brawl Stars Sachen. Und dann gehen wir rüber zum Schreibtisch. Hier ist noch ein Regal. Eine Kugelplay-Altuskarten für euch zu verlosen. Dann haben wir hier, ist ja mein Schreibtisch, Freunde, wo ich dann hier quasi sitze und zocke. Ihr müsst euch vorstellen, hier ist noch Platz für einen zweiten Bildschirm. Hier habe ich Licht, Cam. Hier ist eine zweite Position. Also wir haben zwei Positionen im Stream. Das ist sehr geil. Ich habe hier diese Stoffwand. Finde ich richtig geil eigentlich. Und ja, hier zocke ich dann halt meine Freunde. Hier ist dann alles. WLAN funktioniert im jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Wirklich knapp ist aber das ich weiß nicht, ne? wenn das Video online ist, kann sein, dass ich schon gestreamt habe. Kann auch sein, dass es noch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier sitze ich dann und zocke mit euch, Leute. Hier ist dann alles. Ne, wie gesagt, zweiter Bildschirm, das Ganze, der PC, alles zusammengerechnet. Das ist einfach unfassbar viel, was ich hier reingesteckt habe. Und das jetzt, diesen Raum zu ermöglichen, ist wirklich schon ein Traum für mich, muss ich ehrlich sagen. Gehen wir mal hier weiter. Hier haben wir ein Regal. Da muss man nochmal zu sein, Leute. Hier, überall an den Regalen, auch da drüben. Diese ganzen Fugen, alles mit Silikon, alles selber ausgefugt, komplett ausgeschnitten. Das war geistkrank für Arbeit. Ihr müsst euch vorstellen, hinter diesen Platten ist ja auch noch Rigips. Und hinter diesen Rigips ist Holz rangeschraubt. Das heißt... Die Dämmschicht, man hört es hier, also hier ist richtig alles top gedämmt. Das gibt keine Anzeige. Und das ist einfach geil. Ich habe hier auch ein Fenster, Leute. Ich bin ein Psychopath. Wow. Ihr seht schon, hier ist ein Rohr gewesen und hier ist auch ein Rohr gewesen. Das ist halt dadurch versteckt. Zusätzlich haben wir hier eine leuchtende Decke, die halt ein bisschen leuchtet, aber das LED ist ein bisschen heller. Das heißt, es sieht gar nicht so krass, wie ich eigentlich gedacht habe, muss ich ehrlich sagen. Sieht man, das macht das mal aus? Nein, nee, dann muss ich die Tür machen. Auf jeden Fall, Leute, dann geht's weiter. Ich stelle mal den Stuhl hier ran. Hier, wenn ich hier... Ich würde das einmal sehen. Ja, machen wir nachher. Ist egal. Auf jeden Fall, das Coole ist, ich habe diese Regale, wurden ja zuerst reingeschraubt. Ihr seht auch schon hier die ganzen Fugen, alle super ausgefugt. Hier den alten YouTube-Hintergrund. Ihr seht, ihr kennt vielleicht ein paar Dinge wieder, die ich hier schon damals hatte, Freunde. Da habe ich mir... Hier sind noch zwei Stühle. Wenn Gäste da sind, können sich rechts und links natürlich auch daneben setzen. Zusätzlich habe ich einen Minibar gekauft von Coca-Cola, Leute. Wo ich hier meine ganzen Getränke drin habe, direkt auch voll, Leute. Sehr, sehr clean auf jeden Fall. Da habe ich immer kühle Getränke, weil ihr wisst ja, ich trinke in jedem Stream eine Dose. Dann habe ich mir noch ein neues Glasregal gekauft, was sehr geil ist, Leute. Ihr seht auch schon hier die 10.000 Abonnenten, wie ich sehe. Es gibt zwar noch keinen Playbutton für 10.000 Abonnenten, aber ich habe mir natürlich einen selber gemacht. Hier sind noch ein paar Sachen drin. Jetzt hast du das andere Licht da ausgemacht, ne? Das dahinter. Das ist schon hier unten. Da, das ist auch an dahinter. Dann leuchtet das auch richtig geil. Hier haben wir einen wunderschönen Schrank, auch mit einer Glasplatte drauf, Freunde. By the way, hier sind noch mehr Getränke drin. Oh, geht nicht. Hier sind noch mehr Getränke drin. Ja, da muss ich den Greenscreen ein bisschen schieben. Hier auch Brawl Stars, hier sind noch ein bisschen so Bilder von den Jungs und so. Wie wir halt, ich alle so erstmal getroffen habe und alles. Und wo ist mein Bild? Das kommt noch. Und genau, hier unten ist die Nebelmaschine, die dann den Nebel hier in den Raum quasi reinschießt, wenn es mal dazu kommen muss, Freunde. Und jetzt gehen wir bitte hier hin, Kamerafrau. Also ich sag mal so, die erste Zeit werde ich auf jeden Fall safe mit diesem Hintergrund streamen, weil der ist so geil, das ist wirklich, es erinnert mich wirklich schon so wie bei Monte, natürlich ist es noch lange nicht so viel. Aber das ist für mich schon, für meine Verhältnisse als Azubi, habe ich so viel Kohle reingesteckt, ist das für mich schon wirklich geisteskrank. Und ihr seht schon, hier kann man einfach den Greenscreen so hochfahren. Da benutzt es jetzt, aber die werden im Weg. Wo ist der Ständer? Den Ständer habe ich hier in die Ecke gestellt. Ach so. Ihr seht schon hier,
habe ich da diese Stelle, dann stecke ich dann, wenn ich mit Greenscreen streamen will oder Videos machen will. Mach mal hoch. Habe ich den hier. Und dann auf ganz Easiness und hopp. Moin, Servus, Moin. Dann ist alles weg. Leute, ich finde halt diese Wände, es sieht so clean aus. Dieses Rohr wird wahrscheinlich auch noch schwarz gemacht, damit es halt aber ein bisschen dazu halt passt. Ja, auf jeden Fall, was auch nice ist, Leute, wir haben halt hier auch ein Fenster drin. Das heißt, im Sommer wird es nicht zu heiß. Im Winter haben wir eine Heizung hier, weil hier keine Heizung drin ist. Ihr seht schon hier, ja, wie halt ein Kellerfenster aussieht. Und ja. Der Ausblick ist mega, oder? Der Ausblick ist top, wirklich. Ich bin ein Psychopath! Und ja, was soll ich sagen, Leute, es ist wirklich geisteskrank, dieses Gaming-Zimmer, es ist wirklich ein Traum. Ich muss sagen, es ist halt ein bisschen klein, ist halt leider so, wir haben halt diesen Keller nur zur Verfügung bekommen, der ist knapp 2 Meter, das heißt, man kann hier, also wenn man hier sieht, wenn ich hier so, ich kann hier eigentlich schon ganz entspannt sitzen, das geht alles fit. Oh, jetzt die Stange hier im Weg, aber die ist normalerweise nicht da, außer wenn ich halt, aber so kann ich mich ja echt gut bewegen und hier können dann noch jeweils 2 Stühle sitzen, das heißt, man kann hier zu dritt Stühle sitzen. Ja, Spiele und sich hinsetzen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, auf jeden Fall Daumen hoch, Glocke aktivieren und die und Abo da lassen, um kein Stream-Video mehr zu verpassen. Es wird jetzt sehr viel hier passieren. Ich bin auf jeden Fall so hyped, weil ich so viel Mühe reingesteckt habe, Leute. Ich hoffe, da kommt von euch natürlich auch sofort zurück. Wie gesagt, das alles habe ich mir auch natürlich ein bisschen durch euch finanziert. Jetzt habe ich zwar kein Geld mehr, aber muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Aber Jan ist pleite wegen euch. Ist so. Es ist ein Traum und es ist wirklich geisteskrank. Ich bin so zufrieden. Ich habe hier alles selber gemacht. Am Anfang habe ich ein bisschen Hilfe gehabt. Du hast immer nur ein bisschen geholfen, hier einzusortieren und so. Ich bin einfach nur krank stolz. Es ist wirklich geisteskrank. Ich war überlegen, ob ich alle Wände so schwarz den mache, aber ich dachte so, nee, dann ist es der Raum nämlich zu dunkel. Ne? Wie gesagt, die Tür, es ist noch nicht alles so 100% fertig, aber auf jeden Fall habt ihr schon mal den groben Schnitt, wie es jetzt aussieht und wie ihr es auf jeden Fall im Stream sehen werdet. Und ich würde sagen, Leute, ich habe schon gesagt, like, lasst Support da für dieses krass, was ich hier gemacht habe. Und ich werde euch jetzt nochmal was richtig Schönes einblenden, wo ihr alles nochmal richtig genau seht. Und ich würde sagen, Leute, ich verabschiede mich. Haut rein. Ciao. Ciao.